Ja, hallo und guten Morgen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ja, meine Lieben, die Partnerschaft Spezial-Orakellegung, die habe ich eben schon abgedreht. Die war schon heftig und da kamen noch so viele Botschaften durch, die habe ich auch alle weitergegeben. Ja, und jetzt gehen wir in die Single-Legung. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Birgit und ich bin ein Medium der geistigen Welt. Ja, auf gut Deutsch, Bodenpersonal. Nennt man das auch. Ja, meine Lieben, wir gehen in die Single-Legung und ihr wisst, ich lasse mir mein Ritual nicht nehmen. Dieses Danke, Danke, Danke an euch da draußen. Wirklich, also Hammer. Und die Abonnenten steigen und das finde ich einfach total schön. Und über jeden bin ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar. Ja, und wir legen los mit der Single-Legung und ihr wisst ja, ne? Ich gehe da nochmal wirklich hin in die Blockaden, in die eigenen Themen, Familienthemen. Ich denke, das ist einfach wichtig, denn wenn ihr das lösen könnt, da in die Ursache gehen könnt, dann seid ihr einen Riesenschritt weiter. Und ihr wisst, was ich davon halte, so von wegen einfach mal nur eine Blockade einem rausziehen, toll. Man fühlt sich in dem Moment besser, weil man mit einer anderen Energie versorgt wird, aber die Ursache ist nicht gelöst. Und wichtig ist wirklich, in die Ursache zu gehen. So, und wir legen los, ja, und schauen da mal, was uns die Single-Legung heute sagen möchte. Ja, und ich habe eben schon in dem Video gesagt, vielleicht habt ihr Lust darauf, nochmal die Tarotlegung zu schauen, für die, die es noch nicht gesehen haben. Für den Juli, da ist eben ganz, ganz viel genauso passiert oder eingetroffen, wie ich es eben da auch schon gesagt habe. Und da habe ich auch schon ganz, ganz viel Feedback drüber bekommen. Und ihr wisst, ich switche dann im Grunde genommen um, ich kriege diesen anderen Blickwinkel und bin dann eben im Kanal. Aber ich bin eben auch extrem schnell. Deswegen kann man das manchmal nicht unterscheiden, so von wegen, wo ist sie jetzt gerade? Ist sie jetzt in dem Kanal oder ist sie jetzt wieder hier in der Realität? Das ist einfach so, ja, aber es ist ja auch was Schönes. Ja, so, wir gucken. Also, ihr wisst ja, dieses Wann und Wo, ja, sofort kann etwas passieren. Wenn ich dann mal, ne, wie in einem Auto, wenn ich in ein Auto einsteige, will losfahren, die Handbremse ist noch gezogen, ist das schlecht. Es sei denn, das Auto fährt los, weil dann solltet ihr die Handbremse kontrollieren lassen. Also das nur mal witzigerweise hier nebenbei bemerkt. Aber ihr müsst wirklich immer in euch selbst hineingehen, in euch, reflektiert euch, geht da rein, seid ehrlich mit euch selber. Guckt, wo bin ich geöffnet, wo bin ich total verschlossen, wo will ich was nicht sehen, wo will ich was nicht wahrhaben, warum ziehe ich immer dasselbe an, warum packe ich immer daneben. Das ist eben wichtig, da wirklich in die Ursache zu gehen und eben ja, mit euch selbst zu sprechen, ne, im Geiste und da eben ganz ehrlich zu euch selber zu sein. Manchmal, und das war eben auch, manchmal läuft man einer Fata Morgana oder einem Phantom hinterher, eben in der Partnerschaft, wo man eben dann auch festhält auf Biegen und Brechen. Das kann es nicht sein. Wenn es sich rundherum nicht mehr richtig anfühlt, verlasst diese Situationen. Oder guckt eben nach einer Lösung. Ja? Und wartet nicht darauf, dass der Partner oder die Partnerin sich ändert. Also das müsst ihr schon selber in die Hand nehmen. Aber meiner Meinung nach ist das wichtige Fundament für eine Partnerschaft dieses blinde Vertrauen, dieses ja, miteinander da zu sein und manchmal auch ohne zu sprechen, dieses Band zu spüren, dieses Fundament eben auch. Dass es fließt, dass man in der Partnerschaft wie Freunde sein kann, aber in der Partnerschaft eben auch die Sexualität leben kann.
und auch da sich klar äußern kann, aber auch jeder sich selbst sein darf. Und das ist wichtig. Und man hat das Gefühl, man ist in so einer Unabhängigkeit, ohne Druck, ja, dass man immer mal Probleme, Sorgen, Nöte hat, die aus dem Außen kommen. Normal, dafür leben wir. Ja, und im Leben, wir können ja nicht alles total hermetisch abriegeln. Wir leben in der Realität und im Außen ist eben immer mal wieder was. Oder im Außen kommen eben Situationen, die einen sehr stark berühren. Und da sollte man in der Partnerschaft auch das Verständnis haben und darüber klar zu sprechen. Ja, so eine Partnerschaft, die wünsche ich uns natürlich allen. So, und jetzt legen wir hier los. Und dann gucken wir da mal rein. Dieses Liebe. Wann kommt der Partnerin? Wann kommt die Partnerin? Oder ne, wann kommt es endlich? Nicht warten. Geht nach vorne, guckt wirklich neue Wege gehen. Ihr wisst es, was ich da auch immer wieder predige. So, jetzt muss ich aber noch einmal durch, weil jetzt war mein Predigen. Wir gehen jetzt in die Blockaden hinein. Da ist es schon. Die Blockaden. Und für die, die mein Video das erste Mal schauen, ich decke immer erst zum Schluss auf. Also ich bereite hier nichts vor und sage, ne, such dir irgendeinen Stapel aus. Ich bereite nichts vor. Ich will in die Situation, ich will es fühlen, ich will diese Botschaften erhalten. Und deswegen lasse ich mich da immer komplett führen und leiten von oben. So, und dann gehen wir in die Familienthemen. Auch immer wieder ein dickes Thema. So, und das nochmal das wichtigste Thema, auch das eigene Thema. Ne? Wo bin ich vielleicht blind und habe Scheuklappen auf? Hatte ich auch oft genug. Gehört dazu, gehört zum Leben dazu. So. Und dann gucken wir hier, was das Liebesorakel uns so sagen möchte. Legt jegliche Zweifel auf die Seite und hört auf eure Herzen. Auch schön. Liebt euch selber. Auch schön. Ja. Ich kann mich nie einsam fühlen, wenn ich mit mir im Einklang bin. Das ist auch etwas Wichtiges, habe ich eben auch schon gesagt in der Legung. Seelenfrieden ist unbezahlbar. Kann ich euch nur aus der eigenen Erfahrung wirklich sagen. Sodele, dann gucken wir mal hier. Die erste Botschaft. Da sind sie. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Und natürlich Amors Pfeil. Und gucken, was Amors Pfeil uns zu sagen hat. Zum Schluss ziehe ich noch eine Krafttierkarte. In der Partnerschaftslegung hatte ich schon den Otter und das Kamel. So, dann gucken wir mal für so. Okay. Die wollen beide raus. Wenn das so ist, dann ist das so. Dann akzeptieren wir das auch. So, Lille. Und dann gucken wir mal. Wow. Ah, ist der Kelch. Oh, die Liebe leben wollen. Haben mehr. Ja. Passt mal wieder zu den Botschaften, was ich eben gesagt habe. Manchmal steht man sich wirklich selbst auf den Füßen
und sieht das Glück vor Augen nicht. Ja, aber auch das gehört dazu. Wenn man nicht die Augen öffnen möchte, dann ist das so. Lernen, vergeben und lernen, Hammer. Unerwiderte Liebe. Ja, wow, Leidenschaft. Ist das Probleme in der Familie heilen? Ja. Achso, hier wollten ja die zwei raus. Oh, Halleluja, sorry nur. Wow. Oh Mann. Folge der Stimme deines Herzens. Ja. Passt. Es passt wieder. Ach, ist das nicht schön, dieses Zusammenspiel? Ja. Ich bin hier gerade ein bisschen geflasht. Also, meine Lieben, hier ist ganz klar Folge der Stimme deines Herzens. Und da ist eben auch ganz klar, wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Ja, und das ist genau das, was ich ja gerade gesagt habe, dieser Seelenfrieden, der Seelenfrieden auch dann wirklich wenn man in eine neue Partnerschaft geht. Der Seelenfrieden ist unbezahlbar. Dieses Fundament zu haben, ist unbezahlbar. Man muss es nur erkennen, ja? Und hier heißt es ganz klar, vergeben und lernen. Indem du Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe. Und genau das ist der Knackpunkt. Wenn ich aus der Vergangenheit, aus den vergangenen Partnerschaften gelernt habe, erst dann kann ich wirklich in eine Heilung gehen. Das heißt, dann habe ich die Ursache gelöst. Dieses Muster, diese Erfahrungen, die wir haben, die sind in uns drin. Das ist einfach so. Das kann man auch nicht löschen. Also es gibt ja welche, die sagen, man kann das alles löschen. Nee, Leute, ihr könnt es nicht löschen. Ihr könnt dieses Riesenproblem, was vielleicht wirklich wie so ein Wolkenkratzer erscheint, das kann man klein werden lassen, aber man kann es nicht komplett löschen. Wenn man in ein altes Muster verfällt, kommt direkt so wusch, so eine Alarmantenne hoch und dann heißt es direkt, hey, verfall nicht in ein altes Muster. Und das ist eben da wirklich sehr, sehr wichtig. Aber das kann ich erst die Vergangenheit loslassen, wenn ich die Ursache weiß und wieso, weshalb, warum. Ja? So, und hier geht es wirklich darum, mit diesem Wann und Wo, das wisst ihr, dieses, wenn ich wirklich der Stimme meines Herzens folge, kann das Glück sofort da sein. Und hier könnt ihr eine Liebe leben, die kann sofort da sein. Also das heißt, sich öffnen. Wenn ich die Vergangenheit losgelassen habe, kann diese neue Liebe, dieses Wann und Wo sofort eintreten. Und dieses sofort heißt, manchmal steht ihr schon vor einer Partnerin oder vor einem Partner. Ihr seht jemanden im Außen, sei es beim Einkaufen, beim Tanken, bei sonst was, und man spürt etwas. Leute, dann nimmt die Chance in die Hand. Hier, ihr könnt diese Liebe leben. Ihr müsst es nur wollen. Das heißt, hier geht es um ganz, 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 ganz viel Gefühl. Und die Welt sagt ja wirklich jetzt, ich kann jetzt eine Liebe leben und dafür gehört es aber dazu, auch ein Gefühl zu zeigen, ein Gefühl zuzulassen. Hier eben die Vergangenheit gehen zu lassen, dass man immer mal wieder auch vielleicht in dieser neuen Partnerschaft über die Vergangenheit spricht. Auch das gehört mit dazu. Aber nicht in Opferrollen da sein. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Und da müsst ihr wirklich der Stimme des Herzens folgen. Also traut euch was. Und hier diese Gerechtigkeit, das ist wirklich diese Gerechtigkeit in uns selber finden. Dieses Annehmen,
wir verdienen es, geliebt zu werden, aber das können wir nur, wenn wir uns selber annehmen, in unserem eigenen inneren Kind, in den Gefühlen zu zeigen. Und das ist eben wichtig, wirklich Vergangenheit loszulassen, dann könnt ihr sofort in eine neue Liebe gehen. Voraussetzung ist wirklich, öffnet euch, seht die Chance. Wenn man sie nicht sieht, ja Leute, dann kann man ja auch keinem da helfen. Ihr müsst es wirklich, ihr müsst euer Glück selbst in die Hand nehmen. Und das ist hier eben wichtig. Und diese Liebe im Hier und Jetzt, die man erfahren kann und darf, ist natürlich wirklich etwas, was man vorher die Vergangenheit gelöst und eben geheilt haben sollte. Wenn man die Ursachen verstanden hat, warum habe ich solche Partner, Partnerinnen wirklich angezogen und dann wirklich auf meine innere Stimme höre, dann kann die Liebe für euch sofort da sein. Also raus mit euch, geht auf die Piste, geht einkaufen, geht tanken, was auch immer, geht spazieren, damit ihr wirklich jetzt in die Liebe des Lebens gehen könnt. Also die wünsche ich euch von ganzem, ganzem, ganzem Herzen. Ja, schön. Also dieses Wann und Wo ist hier ganz klar. Jetzt, jetzt kann ich da reingehen. Natürlich ist es immer des Menschen freien Willen, logisch. Wenn ich noch nicht bereit bin, noch wirklich zu bin, kann es nicht funktionieren. Aber das hat eben etwas auch mit der Vergangenheit zu tun, mit den Erfahrungen. So, und da gehen wir jetzt rein mit diesen Erfahrungen. Und zwar ist es hier ganz klar, man lernt auf einmal hier jemanden vielleicht kennen, ja, und ist aber so stark noch mit sich selbst beschäftigt und spürt, da ist noch eine Blockade drin. Diese Blockade ist eben, manchmal stimmen die Chemien nicht so richtig überein. Dann gehen aber schon ganz, ganz viele wieder dahin und wollen dann an etwas festhalten. Und da gilt es wirklich, diese Blockaden zu lösen. Sich, ja, im Grunde genommen Situationen sich entwickeln zu lassen, Situationen gehen zu lassen, Situationen loszulassen. Das ist hier ein ganz großes Thema. Dieses Thema ist eben wirklich dieses zu erkennen, aber eben auch die Stärke in sich selbst zu erkennen. Weil hier die Fortuna, sagt ja auch die Glückskarte, die Stärke, auch die Stärke in sich, also bei Mann, Frau, in sich zu erkennen. Diese Achtsamkeit, die Harmonie auf sich selber wieder zu lenken. Denn wenn sich dann etwas nicht richtig anfühlt, löst diese Blockaden. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Auch hier, dann kann etwas sehr plötzlich entstehen und entwickeln, wenn ich das wirklich loslasse. Ganz, ganz viele, das weiß ich ja eben, habe ich eben auch schon gesagt, aus meinen täglichen Beratungen, halten wirklich an Dingen fest noch, was in der Vergangenheit war, und leben im Grunde genommen keine Partnerschaft, sind als Single, aber stecken in einer Affäre fest. Und da muss man auch wirklich ganz, ganz ehrlich mit sich selber sein. Dieses, dann ist es vielleicht nicht stark genug, dass der oder diejenige diese Liebe leben möchte. Und da muss man wirklich hier auch tief in sein Herz schauen und auch sich selber fragen, was habe ich noch für eine Blockade in mir, warum lebe ich irgendeine Affäre, bin aber eigentlich mit meinem Single-Dasein sehr zufrieden. Und da muss man wirklich reingehen, weil man vielleicht noch gar nicht bereit ist
für eine Partnerschaft. Also, da ist eine Blockade noch in euch. Geht da mal tief rein und ihr wisst, dass ich immer in die Ursache gehen möchte. Viele alte Inkarnationen haben etwas damit zu tun, die wir ja mitbringen, wo wir hier Paketchen auspacken. Also diese Pakete, diese Karma-Paketchen, Partnerschaft. Warum packe ich immer rein? Warum ziehe ich immer das Falsche an? Warum halte ich an etwas fest, wo meine Liebe gar nicht erwidert wird? Also geht da mal wirklich mit euch, wie ich ja immer so nett sage, ins hohe Gericht und löst diese Blockaden. Diese nicht auf Biegen und Brechen, was ich eben auch schon gesagt habe, Harmonie in etwas zu sehen, was gar nicht da ist. Ja? Also da ist wirklich diese Blockade ganz tief verwurzelt. So, und das kann ich nur lösen, indem ich da wirklich tief in mein inneres Kind gehe, tief in meine Seele hineingehe und wirklich in die Ursache gehe. Und wenn ich die Ursache löse, dann kann ich da auch wirklich Türen wieder öffnen und kann wirklich ins Außen treten. Dann habe ich nicht dieses große Nein auf der Stirn stehen. Ja? Und laufe eben nicht ja, eine Affäre hinterher, wo ich im Unterbewusstsein eigentlich genau weiß, das wird nicht funktionieren. Aber ich halte trotzdem daran fest. Und da müsst ihr ehrlich mit euch selber sein, bin ich überhaupt schon bereit für eine Partnerschaft? Ja? Das ist eine große Blockade. Also das ja, höre ich auch immer wieder. Und da sind die Ursachen wirklich in diesem, ich suche die Liebe im Außen. Nee, findet doch die Liebe erstmal in euch selber. Das ist doch wichtig. Und das passt hier auch in diese Vergangenheit loszulassen, in dem eigenen Gefühl wieder zu sein, das eigene Gefühl wieder zu leben. Also löst hier wirklich die Blockaden, indem ihr wirklich an diese netten Schublädchen dran geht, die im Unterbewusstsein noch sind, die uns geprägt haben aus der Vergangenheit. Ja? Ui, ja, eine Blockade, die man schnell lösen kann, wenn man ehrlich mit sich selber ist und eben auch anerkennt, so von wegen, nee, ich bin hier gerade ganz glücklich mit meinem Single-Dasein und möchte mit mir ins Glück erstmal gehen. Also wenn man diese Blockade hier erkennt in sich selber anzunehmen, achtsam auf sich selber zu sein, Gefühle wieder wirklich zuzulassen, dann kann man in eine Partnerschaft gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich höre es eben tagtäglich und dann kommt bei mir sofort die Schwingung rein, du hast doch noch ein Nein auf der Stirn. Und dieses Nein, da gehen wir dann rein und gucken in die Ursache. Und da ist eben alte Verletzungen, ne? Nicht die Harmonie fühlen, spüren, immer wieder die Liebe im Außen suchen, statt sie in sich selbst mal anzunehmen und zu finden. Ja, mein oh Mann. So, und ihr wisst ja, das eine geht immer so auch in das andere über. Hier geht es auch nochmal um die Familienthemen, um die eigenen Themen. Und das hängt hier ganz stark im Moment zusammen. Und zwar ist hier einmal Probleme in der Familie. Ich nehme jetzt mal die vierte Situation vorab. Probleme in der Familie heilen. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Wenn man diesen Blickwinkel, ja, ich sag mal, aus einer anderen Perspektive wirklich betrachtet, wir haben uns den Film des Lebens hier ausgesucht, wir haben uns dieses Leben ausgesucht.
Wenn man da mal reingeht und wirklich auch in eine Analyse geht, wie haben meine Eltern ihre Ehe gelebt, sieht man ganz, ganz oft die Zusammenhänge, wo man selber dann auf einmal ungewollt auch drinsteckt. Und das sind Sachen, die kann man sehr gut lösen, wiederum, wenn man in die Ursache geht. Wenn man bereit ist, wirklich hinzuschauen. Das kann man auch sehr gut mit sich selber machen, sich selber reflektieren und eben auch in diese, wiederum hier, in die Vergangenheit gehen, damit man es lösen kann und loslassen kann. Nicht dran festhalten. Das ist hier so wichtig. Und das ist hier in dieser Single-Legung ganz, ganz stark. Dieses wirklich Altes gehen zu lassen, Altes loszulassen, alte Blockaden, Verletzungen mit einer Neutralität wirklich zu betrachten. Und das ist so wichtig, dieses Neutrale zu euch selber zu sein. Das heißt, seid doch in dem Moment ihr zwei zusammen. Einmal die Seele, einmal das Ego. Das Ego erzählt was, die Seele erzählt was. Geht doch da mal hin und schreibt euch das auf. Fühlt es. Geht da rein. Das ist hier so wichtig. Dieses, wie leben manche Partnerschaften, insbesondere eben auch in der Familie, wenn zum Beispiel auch Geschwister da sind, wie leben die denn ihre Partnerschaft? Leben die die Muster meiner Eltern? Oder leben die vielleicht die Muster von der anderen Seite? Geht da mal rein, geht da mal in die Ursache hinein. Und da werdet ihr ganz, ganz, ganz viel erkennen können. Und das ist eben wirklich sehr, sehr wichtig. Hier ist auch noch wirklich, denke stets daran, ich liebe dich. Du wirst geliebt. Und da hat es wirklich etwas damit zu tun, hier mit eurer Seele. Seele, dein Spirit, das, was bei dir ist. Dein Spiritführer, manche sagen Schutzengel dazu oder sonst was. Aber es gibt ja jemanden, der von der ersten Inkarnation an bei uns ist. Und da ist einfach diese Liebe in der Seele, wenn die Seele befreit ist. Und da müsst ihr wirklich reingehen. Geht mal in die Muster, weil hier geht es wirklich darum, Hilfe auch im Außen mal anzunehmen, auf Botschaften zu achten, was andere, ne, in Partnerschaften leben. Also hier geht es wirklich darum, ganz genau zu analysieren. Das ist hier eben auch das eigene Thema, die alten Verletzungen zu lösen. Entschuldigung, hier kommt gerade eine Blockade bei mir raus. Diese alten Blockaden zu lösen in der Familie. Sind die Eltern vielleicht nur noch auf dem Papier zusammen gewesen? War da eine ganz starke Liebe? Es gibt ja auch noch ganz, ganz viele, die eben wirklich den 30., 40., 50., 60. Hochzeitstag feiern können, wo diese Liebe da ist, dieses Band da ist. Geht da mal wirklich rein und seid da eben wirklich ganz ehrlich mit euch selber. Weil hier liegt ganz klar, die Botschaft ist die Zwillingsseelen, die Leidenschaft ist entflammt. Die Telepathie, ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Das hat alles was mit, auch mit der Seele zu tun, mit diesem Fühlen. Und es hat was mit eigenen Themen zu tun, es hat auch etwas mit den Familienthemen zu tun. Wenn ich als Kind keine Liebe erfahren durfte, konnte, wie auch immer, wie will ich dann als Erwachsener Liebe zeigen? Das kann ich nur, wenn ich da in die Analyse gehe, alte Verletzungen loslasse, in Familienthema eintauche,
was sehr, sehr oft sehr, sehr schmerzhaft ist, ganz klar. Aber wenn ich da ganz ehrlich reinschaue, kann ich so viel lösen, kann ich so viel in mir selber bewirken. Und genau das ist es, was zählt. Und da ist eben hier diese Leidenschaft, erlaube deinem Herzen, deiner Seele vor Freude zu singen, diese Leidenschaft wieder neu in mir zu entdecken, dieser Vulkan, der in mir brodelt, zum Ausbruch zu bringen. Und das ist hier sehr, sehr wichtig. Irgendeiner ist hier gerade. Halleluja. Hier ist irgendeiner gerade. Ich meine, ich habe eben schon gesagt, wir haben im Moment eine ganz, ganz starke Seelenwanderung und ja, irgendwie doggen die sich gerade alle an. Ja, okay. Ich trinke was. Musste tatsächlich hier einen Schnitt machen, kurz. da war wirklich, da waren ganz, ganz viele Energien gerade da. Und ich habe ja eben schon gesagt, wir sind im Moment auch wieder in so einer Seelenwanderung da. Und ganz, ganz viele Seelen gehen ins Licht. Und ganz viele kommen auch über eine Inkarnation natürlich dann auch wieder zurück, um eben auch wieder Themen wirklich zu lernen. Und das ist im Moment ganz heftig. Also, ja gut. Die können sich ja immer bei mir andocken, ne? Ist ja alles vollkommen in Ordnung. Aber das war jetzt gerade extrem heftig. So, aber auch jemand, wo ich gerade so das Gefühl hatte, da möchte jemand ins Licht gehen, kann aber nicht loslassen. Das haben wir auch ganz oft. Dass diejenigen, die ins Licht gehen möchten, nicht loslassen können, aber dass die, die hier eben sind, auch nicht loslassen können. Ja. Und man merkt, es befreit sich. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Also, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ich habe ja die beste Festplatte der Welt. Das sind die da oben und die führen mich dann sofort wieder in das Gespräch zurück. Also hier nochmal, in die Analyse gehen, wirklich mit euch selber, die Probleme aus der Familie zu betrachten, auch rundherum zu betrachten. Das heißt auch, die Geschwister zu betrachten, wenn Geschwister da sind, wie leben die eine Partnerschaft oder sind die vielleicht auch alleine? Was sind da für Manifestationen in uns drin, eben aus der Kindheit? Also da muss man ganz, ganz stark reingehen. Und hier eben, was ich ja gesagt habe, diese Leidenschaft, entdeckt doch diese Leidenschaft wieder in euch. Diese Zwillingsseelen, auch hier wieder, das ist der Hammer. Diese Leidenschaft, die wieder entflammt ist, das hat ja auch wirklich etwas damit zu tun, wenn man spürt, genau das ist es, genau so möchte ich es leben. Diese Akzeptanz, dieses Respektvolle. Und geht da wirklich für euch in diesen Wunsch hinein, also in diesen Wunsch, wie stelle ich mir eine Partnerschaft vor? Und das ist ja auch wichtig, dass ihr genau wisst, wie möchte ich überhaupt eine Partnerschaft leben? Und damit löst ihr eben Familienthemen, die eigenen Themen und kommt wieder wirklich hier in diese Seelenverbindung hinein. Und hier liegt der Sieg. Der Sieg sagt wirklich hier zu, das kann man eben schaffen, wenn man die Vergangenheit loslöst, diese Vergangenheit eben gehen lässt, aber eben auch in die Ursache gegangen ist und seine Seele bereinigt hat, dann kann man da wirklich reingehen, indem man wirklich da auch über Gespräche wieder mit Freunden, wem auch immer, mit Therapeuten, je nachdem, wo ihr da seid, oder in Rückführungen geht, aber analysiert euch. Und das ist eben hier so wichtig. So, und wenn ich dann in meiner Mitte bin, dann spüre ich das, dann kann ich mich öffnen
Und das ist doch total wichtig. Und dann erlange ich auch darüber diesen Sieg. Und dann spüre ich eben auch wieder Gefühle. Dann spüre ich auch wieder die Liebe. Die Liebe hat viele, 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 viele Facetten. Ja, man kann das nicht an einer Sache vielleicht so festmachen, aber geht da rein und guckt, wie wünsche ich mir überhaupt eine Partnerschaft? Eine Partnerschaft, die ich leben möchte. Diese Unabhängigkeit, das, ja, da gehe ich jetzt so ein bisschen von mir aus. Eine Partnerschaft leben heißt für mich, eben in einer Unabhängigkeit zu leben, trotzdem zu fühlen, man gehört zusammen, trotzdem dieses Band zu spüren, aber nicht dem anderen immer wieder alles überzustülpen, selber auch mal, auch wenn in der Partnerschaft mal so eine Diskussion losgeht, wo man vielleicht selber mal auf dem Holzweg ist. Da erwarte ich die Ehrlichkeit, dass man jemanden mal vors Schienbein tritt und sagt, hey, da bist du aber auf dem Holzweg. So stelle ich mir das vor, diese Liebe zu leben, aber nicht eine Liebe zu leben in einem Zwang, in einem Druck, wo man sich ständig verbiegen muss. Das ist für mich keine Liebe. Das ist den anderen zu manipulieren, zu drücken, aber auch nur, weil ich mit meinen eigenen Themen noch nicht fertig bin. Ne? Deswegen, also ich bin da, glaube ich, auch sehr klar. Ich weiß aber auch ganz genau, dass auch da immer wieder Ängste hochkommen, alte Muster hochkommen. Und das ist es eben, dass man da wirklich vom Partner liebevoll angeschubst wird und sagt, hey, du befindest dich gerade so in ein altes Muster gehend, du gehst gerade wieder auf den Holzweg. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Und dann spürt man eben dieses hier so, boah, ich lebe, ja. Und vielen kann ich eben auch wirklich nur immer wieder sagen, fangt an, erst euch selber aufzuräumen, bevor ihr in die Partnerschaft gehen möchtet, die ihr euch wirklich wünscht. Also seid klar in euch selber, guckt in eure Seele, stellt euch selber neu auf, präsentiert ihr euch, löst die Themen und dann ziehe ich das Richtige an. Hammer. Ja, alte Verletzungen lösen. Wahnsinn. Aber das ist hier eben auch diese Leidenschaft, die eben entfachen kann nur dann passieren, wenn ich diese Probleme wirklich da gelöst habe. Und also lieber ein wenig länger Single bleiben und das Richtige zu bekommen, weil man in der Analyse mit sich selber war, statt in eine Partnerschaft zu gehen, eben die sich nicht richtig anfühlt, auf Biegen und Brechen, nur damit ich eine Partnerin, einen Partner an meiner Seite habe. Das kann es einfach nicht sein. Aber das mag vielleicht auch daraus sein, dass viele da auch in der Überzeugung sind, ich muss jemanden an der Seite haben, damit ich sagen kann, ich bin kein Single. Nee, Leute, geht da raus, nehmt euch selber wichtig und ernst und das ist wichtig. Heiland, nee, jetzt ziehe ich eine Krafttierkarte. Also das ist schon hier ganz stark. Im Ego sein, ich suche im Außen und dann hier ganz stark auch wirklich diese Blockaden, Familien und eigene Themen, wo man wirklich sagen muss, okay, ich gehe meine Seele, ich folge der Stimme meines Herzens und nicht der Stimme vom Kopf. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, mei, oh mei.
Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. So. Ja, und jetzt gucke ich gleich nochmal, dass ich noch so ein paar, die sich wieder angedockt hatten, dass ich die wieder wirklich mit Salbei ausräuchern kann. Ja, aber es ist eben im Moment ganz kräftig. Ja. Wir gehen wieder in eine andere Schwingung hinein. Uiuiui, da ist schon mal die Karte, aber komischerweise kommt hier, ja, C2 im Naschen ist gesund, ne? Oder wie eben fiel eine raus und ja, die hatte ich die ganze Zeit dann in der Hand. Super. Das ist heute nicht normal. Hier sind so viele, oder so viele von mir, vielleicht habe ich mich noch gar nicht komplett heute Morgen gesammelt. Kann ja auch sein. Aber hier, der Specht. Der Specht, da kommt auch gleichzeitig wirklich auch die Botschaft hier rüber. Dieses Klopfen heißt für mich hier ganz klar, geh in die Ursache. Dieses Klopfen an deiner Seele, geh in die Ursache hinein. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und hier der Specht, das ist ja immer ein sehr, sehr schöner Vogel. Auch so klar in seinen Federn. Ich sag das jetzt mal so, weil ich sehe den so komplett als Bild hier gerade vor mir. Aber der Specht ist auch jemand, der gibt nicht auf. Und das ist für mich dieses wahre Symbol. Nicht aufgeben. Aufgeben heißt, gib dich selber nicht auf. Geh in deine Themen, geh in deine Vergangenheit, löse deine Familienthemen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist das für mich hier wirklich dieses Symbol dafür, nicht aufzugeben. Toll. Es lohnt sich wirklich, an deinem inneren Selbst zu arbeiten, um dann in die Liebe gehen zu können, um dann in eine gesunde Partnerschaft gehen zu können. Also heute ist der Tag der Botschaften. Heiland, nee. Ja, und da kommt eben der Hase. Heiland. Ich sag's euch, Leute, also wenn ihr das so die Empathischen unter euch, wenn ihr das so spürt, es geht eine Seelenwanderung los, das ist unbeschreiblich. Ja, deswegen, kein Wunder, dass meine Wohnung hier zu klein wird. Die ist voll. Ja, man muss es auch immer wieder so, boah, dann gehen lassen. Das Kaninchen, Herzensliebe, was erzähle ich euch hier die ganze Zeit? Herzensliebe hier, hört doch auf euer Herz und nicht auf den Verstand. Wenn ihr nur im Verstand seid, nur im Ego seid, nur mit dem Ego denkt, seht, das kann doch nicht funktionieren. Hört doch auf euer Herz. Und es gibt auch diesen schönen Spruch, so von wegen, schau mit dem Herzen. Dieses Schau mit dem Herzen heißt doch im Grunde genommen nur, hör doch auf die Stimme deines Herzens, deiner Seele und ja, dieses Fühlen, fühlt doch euch wieder. Das ist doch ganz, ganz wichtig. Und das wünsche ich euch auch. Und hier geht es doch darum, um die Herzensliebe. Wenn ich eine Liebe nur rational erkläre und nicht fühlen kann, was ist es dann? Wenn ich aber Gespür habe dafür, es fühlen kann, mich vielleicht über andere Sachen dann mitteile, ist es ja auch gut, ja? Weil es gibt ja ganz, ganz viele, denen fällt es einfach schwer,
über Gefühle zu sprechen, ne? Aber dann nimmt andere Möglichkeiten. Es gibt genug Möglichkeiten. Lasst da euch, lasst eurer Kreativität wirklich freien Lauf, ja? Und das ist hier ganz klar. Und hier, für mich kam hier zu der Karte ganz klar, dieses gebt nicht auf und das ist so wichtig. Oh, meine Herren. So, jetzt mache ich gleich hier wieder ein Foto von dem Specht, von dem Hase, Kaninchen, von der Herzensliebe. Und ja, öffnet euch. Öffnet euch für die Liebe und öffnet euch für eure Seele und für die Liebe im Herzen. Spürt sie, fühlt sie. Und hier, dann kann die Liebe wirklich sofort kommen. Ich glaube, das war die längste Single-Legung, die wir je hatten. Heiland, nee. So. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Und da fliegen schon die Karten runter. Es ist eine heftige Energie hier. Leute, Leute, ich muss gleich erstmal raus und ja, so ein paar wirklich über meinen Balkon nach Hause schicken. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder zur Augustlegung. Und ich habe ja eben schon gesagt, so von wegen, guckt euch einfach den Juli nochmal an. Da sind genau die Dinge schon passiert, die ich eben da auch vorausgesagt habe. Ja, bis in 14 Tage. Ich muss mich jetzt erstmal wieder sammeln. Alles Liebe, eure Birgit. Bis dahin.